Herzlich willkommen, liebe Brettspielgeeks, zu dem Video heute. Und zwar werde ich heute mit Walli euch zeigen, wie wir die Brettspielshow aufgenommen haben, wo wir Pandemic gespielt haben. Falls ihr die Brettspielshow noch nicht gesehen habt oder auch nicht wisst, was das ist einfach, wo wir Brettspiele spielen und das Ganze so ein bisschen wie eine Show anlegen. Ja, Brettspielshow. Unser Vorbild ist da Geek & Sundry aus Amerika. Die müsstet ihr vielleicht mal kennen. Wenn nicht, könnt ihr die auch gerne mal anschauen. Oder unsere Folge, wo wir Pandemic spielen. Die nächste Folge ist auch schon bald da. Und zwar werden wir dort mit den Brettspiel-Heroes spielen. Und ja, das Video gibt euch ein bisschen so einen Eindruck hinter die Kulissen. Das Ganze haben wir erstmal nur für die Patreons gemacht, deshalb werde ich am Anfang auch sagen Patreons, ja. Falls ihr nicht wisst, was das ist, da kann man uns einfach finanziell unterstützen und gerade bei solch Großprojekten hilft uns das natürlich dann schon. Und deshalb werden wir solche Inhalte dort immer hochladen, aber danach später auch auf YouTube, also dass es dort nicht irgendwie nur für die Patreons ist, sondern für euch alle. Zum Beispiel werden wir jetzt bei der nächsten Brettspielshow, wenn sie online kommt, später irgendwann eine Uncut-Version hochladen, wo halt das komplette Spiel ist, weil wir schneiden so ein paar Downtime-Sachen raus hier und da. Für die, die dann das ganze Spiel auch mit den Denkpausen haben wollen, können es dann anschauen. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Sei dabei, wenn Phil und Sepp von der Filmseite und wir die Welt gemeinsam vor einer Pandemie retten. Herzlich willkommen, liebe Patreon-Unterstützer, und ich bin jetzt auf dem Weg zum Dreh. Also wir drehen heute noch nicht, wir werden jetzt mit Herbert alles aufbauen und dann gucken, wie alles klappen wird. Hoffentlich wird alles sofort gut klappen und wir können dann morgen gut aufnehmen. Morgen kommen die ersten Gäste, und zwar ist das die Filmseite. Die sind Facebooker, keine Ahnung, wie man die nennt. Und ja, die machen halt viel über Filme und alles nerdige Zeug und so. Deshalb denke ich mal, werden die da auch Spaß dran haben. Welches Spiel wir spielen, das verraten wir vielleicht später, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ja, sind wir uns noch nicht ganz so sicher. Wir sind da noch am Überlegen. Aber ja, jetzt geht's los mit dem Aufbau und hoffentlich wird das Ganze gut funktionieren. Weil wenn es gut klappt, dann werden natürlich mehr Folgen kommen. Wenn es nicht so klappt, dann nicht. Aber ich denke mal, wir schaffen das schon, erst recht mit eurem Support. Also, let's go! Ich habe gerade, ist mir noch eingefallen, interessant ist vielleicht auch, wann die ganzen Sachen online gehen werden. Und zwar haben wir geplant, dass eine Brettspielshow pro Monat online kommen wird. Also im Monat eine Show. Und ja, mal schauen, wie lange wir in der Post-Production brauchen, beziehungsweise Herbert, der wird das Ganze dann schneiden. Wir haben jetzt schon alles vorher organisiert. Hoffentlich habe ich alles richtig organisiert. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir sowas machen. Und wir bauen jetzt gerade alles hier auf. Das hier ist die Location, die wir zur Verfügung gekriegt haben. Und ja, schauen jetzt mal, ob dieser Tisch hier ausreicht. Na, zeige ich mal den Tisch. Hier. Wir haben jetzt das Licht aufgebaut und alles steht soweit. Jetzt müssen wir noch gucken, wie der Ton hier ist, ob das nicht hallt, damit wir morgen alles gut machen können. Ich habe jetzt einfach mal provisorisch Munchkin hingestellt und ja, die Beleuchtung haben wir alles zur Verfügung gekriegt. Wir sind jetzt soweit fertig. Mit dem Ton müssen wir jetzt gucken. Der hallt ein bisschen sehr in dem Raum, wo wir aufnehmen wollen. Aber einen anderen Raum jetzt zu finden, das wird, glaube ich, nichts. Und ja, wir müssen schauen, wie wir da die Akustik ein bisschen verbessern können. Da ist dann auf jeden Fall noch Luft nach oben, wie das Ganze dann soundtechnisch wird. Ich druck jetzt noch eben so ein Schild aus, Aufnahme bitte nicht stören. Und das war's dann eigentlich auch schon. Und dann geht's morgen los und drückt uns die Daumen. Ich hoffe, es klappt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, das ich dann für euch mache. Ciao. So, heute ist der Tag des Drehs und wir spielen heute Pandemic, wenn euch das Christopher nicht schon erzählt hat. Wir spielen Pandemic und die anderen haben schon alles aufgebaut. Pandemic ist aufgebaut, die Kamera ist aufgebaut und wir haben noch 2 Stunden, bis die Gäste kommen. Deswegen, wir haben voll viel Zeit und man hat mir die Aufgabe gegeben, die Pandemic-Maske zu holen von der Spiel. Da gab es ja Pandemic-Masken und wir wollen das Intro mit diesen Masken, also mit dieser Maske aufnehmen. Deswegen muss ich die jetzt suchen und ihr kommt einfach mal mit. Okay, warte. Also das ist unser Schrank, da ist einfach alles drin. Ja. Das war uns damals unser Spieleschrank. Mittlerweile ist das mehr so der Schrank für den Rest. Aber keine Pandemic-Masken. Hier ist noch irgendeine Kiste. Aber ich glaube, da sind nur die Hüllen drin. Ja, da sind ganz viele Tüten und Hüllen. Okay. Dann haben wir hier noch einen zweiten Teil.
Den haben wir damals abgeschlossen. Damit uns bloß keiner Spiele klaut, aber naja, das macht auch hier keiner. So. Aber es sieht nicht nach. Sieht nicht aus nach einer Pandemic-Maske. Das ist sehr, sehr traurig irgendwie. Wir haben hier, oh, guck mal, hier gibt es Tokens für Candy Quest. Und glaube ich, für Blood Trash sind noch welche drin. Cypher-Erweiterung. Leute, keine Pandemic-Maske. Das ist aber traurig. Okay, eine Pandemic-Maske habe ich nicht gefunden, aber wir gehen jetzt einfach zu den anderen und gucken, was die so machen. Und wir wissen, ja, eigentlich müssen wir nur die Regeln aufnehmen. Das machen die, glaube ich, gleich und das kann ich dann auch mit aufnehmen, weil ich werde nicht bei den Regeln dabei sein, das macht der Christopher ganz alleine. Und ja, mal gucken, was die da machen. Ich glaube, die bauen da gerade noch sowas auf, damit der Ton nicht... Also wir haben so einen großen Raum und damit das nicht so heilt, haben wir da so Vorhänge hingehangen. Mal gucken, ob das besser ist. Und ich habe hier noch was gefunden. Und eventuell... Nee, hier ist auch keine Maske. Okay, wir sehen uns gleich. Jetzt habe ich eine echte Schutzmaske gefunden. Ich hoffe, die sind zufrieden mit der. Yes, wir spielen Pandemic! Ich habe auch meinen lieben Sandel geguckt. Hallo, wir nehmen heute auf. Wir spielen Pandemic, das Standard-Pandemic mit der Filmseite. Das sind Facebooker oder so nennt man das, weiß ich gar nicht. Facebooker, YouTuber, Influencer. Ja, die machen auf jeden Fall Reviews zu Filmen und Serien und alles. Bin ich mal ganz gespannt. Ich glaube, die haben noch nie ein kooperatives Spiel gespielt. Wir haben noch nie sowas aufgenommen und ja, hoffentlich wird alles klappen. Wir haben heute erst entschieden, dass wir Pandemic spielen werden. Also wir waren uns die ganze Zeit unsicher, welches Spiel jetzt gespielt wird. Und jetzt hat Pandemic gewonnen. Das ist die coole Maske, die ich irgendwann im Intro anziehen werde. Ist zwar keine Arztmaske, sondern eine Malermaske, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Ne, Wally? Yes. So wird das hier gemacht. Yes. Super. Yeah. Super. Also wir können uns hier unser Equipment anschauen. Das ist unsere Audioquelle. Ich glaube auch die einzige Audioquelle, die Nein, wir haben. Wir haben zwei. Zwei. Wir haben jetzt gerade das da mit Herbert aufgenommen. Yes. Kann ich euch hier zeigen. Das ist ein Vorhang eigentlich von einer Bühne, den haben wir uns genommen. Und dann hier einfach aufgehangen, damit die Akustik ein bisschen besser ist. Das ist die Kamera, die von oben filmen wird. Das ist die Kamera das Spiel. Der Totalen. Und ja, den Rest bauen wir jetzt gleich noch auf. Der Herbert macht hier alles ganz fleißig. Ja, wir sitzen nur rum und filmen hier Sachen. Ja. Also, das ist eine Sony-Kamera. Ich wusste mal, ich glaube, das ist die FS7. Yes? Yes, der Herbert nickt. FS7, kauft euch diese Kamera. Nein, Scherz. Link in der Infobox. Ja, die ist ganz günstig. Und die Kamera ist nicht von uns. Nee, die Kamera ist nicht von uns. Aber es gibt ja Leute, die interessieren sich dafür, was man so für Kameras benutzt. Ja, für die Leute, das wissen wir selber nicht. Das ist eine Canon 1D, 5D, Mark 5D, das ist die Mark 3 5D EOS. Das ist eine super Kamera. Die filmt von oben. Hier ist unser schöner Brettspieltisch. Wow, der Brettspieltisch. Die Sache ist ja, wir wollten ja einen Brettspieltisch kaufen, aber die kosten einfach so viel. Da habe ich gefragt, ja hier wegen Sponsoring und so, könnt ihr uns dann ein Angebot machen. Haben sie auch, aber das war immer noch so viel, dass wir gesagt haben, erstmal nicht, ja, schauen, wie das Ganze so wird. Und wenn das gut ist, dann legen wir da vielleicht mal einen Tisch zu. Sieht natürlich auf Kamera cool aus, aber ja, schaut euch mal dieses schöne Pandemic an, wie das da so schön steht. Super. Also der Tisch, also das Holz ist ja okay. Ja, aber nur die Beine sind ein bisschen hässlich, so mit Teilbeinen. Aber naja, so ist das nun mal. Falls ihr wissen wollt, was als nächstes noch kommt, als nächstes laden wir noch die Brettspiel-Heroes ein. Das werden unsere nächsten Gäste. Und dann kommen noch höchstwahrscheinlich Take TV und Funk Royal. Wieso sage ich höchstwahrscheinlich? Die müssen immer bei sich gucken, wie das zeitlich bei denen passt. Und
Vielleicht kriegen wir noch einen, aber der antwortet irgendwie nicht. Ja, das ist immer so Struggle, dass ganz viel E-Mail-Verkehr und hier und da, bla bla bla. Und wenn man das nie so organisiert, dann ist das schon viel. Ja. Und wenn ihr so mehr hast, oder wolltest du noch was sagen? Ja, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht mitspielen wollen würde, oder ihr selber vielleicht mitspielen wollt, dann könnt ihr das ja schreiben. Ja, info@brettspielgeeks.de oder bei Facebook oder sowas. Und dann schauen wir, was wir da machen können. Weil Gäste können wir immer gebrauchen. Ja, weil das hier nicht nur ein kurzfristiges Projekt sein soll. Ja, soll. Kurz, ja. Kurzes Projekt. Es soll ein langes Projekt werden, deswegen brauchen wir viele Gäste. Und wenn ihr hier so merkt, wir haben hier so ein neues, einen neuen Aufnahmeraum. Der sieht ganz cool aus. Ja, aber der ist jetzt nur für die Brettspielshow. Unsere Rezension muss hier sein. Tja, sonst müsst ihr euch an unseren alten gewöhnen. Das einzige Problem ist halt, dass hier ist ein Bürogebäude und hier sind nebenan Klavier, Gitarrenräume, ja, und dann da ist ein Büro und ganz viele verschiedene Sachen. Deshalb können wir erst ab abends drehen, weil dann ist der Sound hier erst ohne Klaviergeräusche und alles. Und ja, deshalb müssen wir jetzt noch ein bisschen warten. Ist gut. Ja. Okay. Musikunterlegte Reviews. In unserem ersten Review haben wir doch auch die ganze Zeit hier ein Spiel. Also, wer bist du? Ich bin Peter. Das ist Peter. Das ist Hans. Das ist unser Essen. Hallo, du bist Hans. Wir warten jetzt nur noch auf die Gäste und dann fangen wir an. Was wolltest du sagen? Ich habe mehr aufgenommen als du. Achso, und davor? Hier, aber wenn die Gäste, also wenn wir spielen, dann werden wir die machen lassen. Wir werden denen nicht sagen, was sie machen sollen. Ja, natürlich. Wir machen kein Alpha-Leader-Programm. Ja, Walli, das kennen wir ja alle bei dir. Nicht bei mir, bei dir. Ja. So, einer nach Istanbul und einer nach Karachi. Wo bist du? Ja. Hier. Genau. So, Walli ist dran. So, ich habe auch noch vier Optionen. Und so, was mache ich nicht? Ich brauche meine Karten. Okay, 1, 2, 3, 4. Und Mumbai. Sydney ist hier unten, Mumbai ist so hier. Das ist die Hauptstadt von Australien. Okay, wenn du hier stabil bist, dann auch. Ist auch einfach jetzt. Okay. Ja, ja, also ja. Man muss so einmal raus haben und dann... Habt ihr schon mal gewonnen? Ja, ja, ganz oft, aber auch ganz oft. Also stellt euch darauf ein, dass wir verlieren. Nein. Ey, das ist eigentlich... Nein, darf man nicht. Hallo, ich hab Fehler. Ey. Hab das auch gerade aufgenommen. Es gibt von diesem Spiel... Ich hab immer gesagt, ich soll draußen spielen. Ja, richtig. Aber zu viele Autos. Ja, das Spiel kann man gut draußen spielen. Echt? Ja. Muss aber Stein auf dem Karten hier legen. Ja, das ist echt. Oder am Kogel runterkleben. Ich spiele jetzt Ärzte spielen das Spiel wahrscheinlich dann. Okay, also diese Situation mit dem Ruf nicht handeln. Ich will eine Heilmittel empfehlen. Da brauche ich keine Karte, da brauche ich mir Gläschen. Das kriege ich damals mal vor 2 Jahren mit den Ärzten, die diese Versuche. So, wir sind jetzt fertig und räumen jetzt alles schön weg. Mit Bordchen. Der redet immer. Kein Ernst daher? Na jetzt. Ja, deswegen, wie fandest du es? Sehr gut, machst du das. Was machst du hier? Ich kann fragen. Herbert, was machst du da? Ich höre dieses Kabel auf. Gut, was? Die Kabeltrommel. Ich habe mich den ganzen Tag darauf gefreut schon. Das müssen wir mal vom Beruf her. Wie sollen wir die ganzen Teller gebracht hier? Keiner muss. Ja, ich habe die Tür. Ich habe. Walli bringt Teller. Ja, du hast gesagt, Walli bringt Teller. Weißt du, wer diesen Teller benutzt hat? Ich. Was? Ich habe den Teller benutzt, weil du gesagt hast, ich soll Teller benutzen. Ich habe auch benutzt. Aber jetzt. Wir sind die Besten. Also wie fandet ihr das Catering? Ah gut, ich habe das gemacht. Also ich fand's gut. Ja, nur wir haben gegessen. Ja, ich glaube, wir haben schon gegessen, bevor wir kommen.